oder ich rede einfach ein bisschen lauter. Dann müsste es eigentlich gehen. Ich hoffe es mal. Wir müssen endlich den Hass hinter uns lassen. Hass zu haben, alles, diese ganze Verwunderung, diese ganze miserablen Gefühle, die einfach nicht gut für uns sind, ja. Wir müssen diesen ganzen Schwachsinn hinter uns lassen. Ich weiß, sie haben dir schlimme Dinge angetan, aber du musst dich vom Hass befreien. Du musst dich jetzt endgültig vom Hass befreien. Befreie dich vom Hass, bevor es zu spät ist. Bevor der Hass etwas aus dir macht, das du niemals sein wolltest. Weil ich verstehe es, man hat im Leben mit irgendwelchen toxischen Menschen zu tun, mit irgendwelchen Narzissten, mit irgendwelchen falschen Menschen, die dir irgendwas Schmerzhaftes antun und sowas. Und es ist okay, natürlich dadurch so einen gewissen Hass zu spüren. Ich sage, es ist okay. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ja? Ich sage extra, es ist okay, weil es ist menschlich. Ja? Selbst Gott hasst die Sünde. Ja? Deswegen die Emotion Hass ist etwas ganz Normales, Leute, dass man so Hass spürt. Aber lass nicht zu, dass diese Emotion etwas aus dir macht, das du niemals sein wolltest. Deswegen lass nicht zu, dass Hass dich zu so einem hässlichen Menschen macht, der du niemals sein wolltest. Normalerweise bist du doch eigentlich ein Mensch, der vergibt, der einfach keinen Groll hegt, der nicht an Dingen festhalten will, der nicht hier sich irgendwie rächt und sowas. Du bist normalerweise doch ein friedlicher Mensch. Du bist doch normalerweise ein guter Mensch. Also steh dazu, lass nicht zu, dass das Böse das Beste von dir bekommt, weil es ist das Böse. Diese ganzen Emotionen, Hass, Zorn, Frust, Neid und so, das ist alles die Ausbrut des Bösen. So, der Schlange, ihr wisst schon von wem. Deswegen, wir dürfen nicht zulassen, dass Hass etwas aus uns macht, was wir niemals sein wollten. So, weil Hass ist etwas sehr Hässliches und es kann aus dir auch etwas sehr Hässliches machen, wenn du es zulässt. Was heißt, wenn du es zulässt? Wenn du es zulässt, heißt, wenn du den Hass zu sehr an dich ranlässt. Wenn du zulässt, dass der Hass dich formt, ja, nichts, keine Emotion darf dich formen, keine Emotion, nicht mal positive Emotion, ich weiß, es klingt jetzt crazy, aber du solltest immer neutral bleiben, wenn du gewisse Dinge fühlst, auch sogar, wenn du dich super happy fühlst und das ist alles gut, bleib trotzdem eher neutral, denn harte Zeiten warten wieder auf dich. Wenn du dich schlecht fühlst, bleib wieder neutral, denn bessere Zeiten kommen wieder für dich. Es ist immer dasselbe, deswegen ist das Beste, wenn wir in der Mitte bleiben und raus aus dem Hass, raus aus dem Zorn, raus aus der Verbitterung, raus aus diesem ganzen Hassdenken und sowas. Weil, wie gesagt, es ist leider ganz normal, dass wir gewissen Hass spüren, wenn jemand uns etwas antut und sowas. Und du bist keiner, der einem was Schlechtes wünscht, aber trotzdem spürst du das so, ah, ich hoffe, dieser Mensch kriegt das, was er verdient, ah, und dieser Hass überkommt dich und sowas. Du darfst nicht zulassen, dass das passiert. Du darfst nicht zulassen, sobald diese Emotionen kommen oder diese Gedanken kommen, so, sag, ey, das ist okay. Jeder macht mal Fehler. Ich darf jetzt nicht verbittern. Das soll nicht heißen, du redest es klein. Nicht falsch verstehen. Das soll nicht heißen, du gaslightest dich selbst und sagst, oh, das war kein Fehler. Ich bin viel zu sensibel oder so. Nee. Merk dir schon, was dieser Mensch dir angetan hat. Nur dennoch, erkenne, dass jeder Fehler macht, dass keiner perfekt ist. Nicht mal du, nicht mal ich. Keiner von uns ist perfekt. Ja, wenn du das denkst, dann bist du sowas von falsch. So, niemand von uns ist perfekt. Gesteh dir das endlich ein. Und wie gesagt, jeder macht Fehler. Du musst vergeben. Denn so wie du vergibst, so wird dir vergeben. So wie du richtest, so wirst du, so wirst du gerichtet. Und so, und ich muss das immer mehr auch so selbst verinnerlichen, weil es gab auch bei mir natürlich eine Zeit, wo
ich so einen gewissen Hass gespürt habe. Mir hat es nie gefallen. Es hat mir nie gefallen, diesen Hass zu spüren auf irgendwelche Menschen. Warum soll ich jemanden hassen? Auch selbst wenn der mir etwas Schreckliches angetan hat. Ich will keinen Hass spüren. Ich habe keinen Bock darauf, Hass zu spüren. Was ist das? Das macht mich nur hässlich. Deswegen fängt ja beides auch mit H an. Hass und hässlich. Ja, beides dasselbe. Hass ist hässlich. Deswegen bleib weg vom Hass, löse dich vom Hass. Und was auch ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, ich habe ja schon über Gedanken und Emotionen was gesagt, kurz. Lasst uns das noch ein bisschen vertiefen. Wir müssen lernen. Und das ist ein Lebensprozess, das kommt nicht über Nacht, dieses Lernen. Aber wir müssen lernen, unsere Emotionen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Zu kontrollieren heißt auch, warum spüre ich das? Wofür spüre ich das? Was hat das jetzt? Was bringt das jetzt, dass ich das spüre? Warum spüre ich das? Weshalb spüre ich das? Und noch viel wichtiger, warum will ich es nicht mehr spüren? Weil Hass kann aus dir etwas sehr, sehr Hässliches machen, wenn du es zulässt. Wenn du dem Hass dein Bestes gibst. Deswegen lass nicht zu, dass der Hass dein Bestes bekommt. Lass das nicht zu. Gib dem Hass nicht dein Bestes. Du darfst Hass spüren, aber du musst es kontrollieren. Du musst es hinterfragen. Hinterfragt euch jeden Tag selbst. Es steht doch auch schon geschrieben, dass wir uns jeden Tag selbst hinterfragen müssen, ob unsere Wege korrekt sind, ob wir so korrekt sind und dies und das. Ja, deswegen hinterfragt euch immer selbst, okay, warum denke ich so? Wofür denke ich so? Weshalb denke ich so? Was hat das jetzt, dass ich so denke? Und so, was bringt das jetzt mit sich? So, und ja, wir müssen einfach alles hinterfragen. Wir müssen jede einzelne Facette in unserem Leben hinterfragen. Auf jeden Fall. Denn wer sich selbst nicht hinterfragt, wer sich selbst nicht reflektiert, der ist doch verloren. Ganz ehrlich, wenn du dich selbst nicht hinterfragst, wenn du nichts hinterfragst, was du tust, was du denkst, was du fühlst, was du sagst, ja, wo bist du? Also, was machst du, wenn du dich selbst nicht hinterfragst? Deswegen, wir müssen uns auf jeden Fall hinterfragen. Wir müssen uns auf jeden Fall jeden Tag selbst in Frage stellen, ob alles mit uns gut ist und sowas. Und wenn du siehst, dass dir irgendwas an dir nicht gefällt oder sonst was, dann musst du es verändern. Das ist alles. Du musst endlich mehr in die Selbstkontrolle kommen. Du darfst nicht zulassen, dass der Hass dich irgendwie auffrisst, so innerlich, weil das willst du. Das will ja die Schlange. Das will ja das Böse. Dass diese Emotionen dich innerlich auffressen. Von innen heraus richtig kaputt machen. So, das will die Schlange. Deswegen kommt sie doch, schlängelt sich in dein Leben rein, flößt dir so Hass ein und sowas. Und genau das hat die Schlange vor. Damit du schön Hass spürst, nicht vergeben kannst, die ganze Zeit vielleicht auch in Reue lebst und so, weil du weißt, du solltest eigentlich vergeben und sowas. Und deswegen machst du es dir schwer mit Menschen oder sonst was. So, deswegen, du musst den Hass hinter dir lassen. Sonst wird das Böse mit den Leuten. Wir sind in einem spirituellen Krieg. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen böse spirituelle Mächte. Wir kämpfen gegen böse Geister der Unterwelt, des Teufels, der Schlange. Und deswegen müssen wir jeden Tag, wie heißt der Spruch, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen uns jeden Tag selbst hinterfragen. Das ist, was ein echter, gottesfürchtiger Mensch tut. Ich will nicht mal mehr sagen, Christ oder sonst was. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich bin nicht religiös oder sowas. So, ich muss es auch aus meinem Wortschatz bekommen, das tut ein richtiger Christ und bla bla bla. Nee, das tut einfach ein gottesfürchtiger Mensch, der einfach Jesus folgt, unserem Erlöser, ja. Denn er hat uns den Weg vorgemacht. Er war der perfekte Mann. Ein Mann ohne Sünde, ein Mann ohne
Hass. Ja, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Ein Mann ohne Hass, er hat niemanden gehasst. Selbst die, die ihn gekreuzigt haben, selbst die, die ihn geschlagen haben und Schmerzen zugefügt haben, selbst die hat er noch geliebt. Selbst die hat er noch geliebt und hat noch gesagt, Vater, bitte vergib ihn, denn sie wissen es nicht besser. Deswegen, so, ist crazy, aber so ist es. Aber ja, ich denke, ich belasse es jetzt mal hier. Ich wollte es nicht, dass das Video allzu lange wird. Aber ich denke, die Message ist angekommen. Auf jeden Fall. Ich genieße gerade hier meine Fahrt. Ey, ich war eben noch bei so einem korrekten Dude. Der hat mich einfach so 2 Stunden meine beiden Akkus laden lassen. Ist jetzt nicht die Welt, aber es bringt mich voran. Heute ist so ein bisschen, seit gestern, ist so ein bisschen Struggle Day. Wo ich struggle, Lademöglichkeiten zu finden, so Steckdosen zu finden. Aber ich komme trotzdem irgendwie immer voran. So, ich war heute Morgen noch bei so einem älteren Herrn. Dann jetzt noch bei so einem korrekten Herrn. Hat mich auch laden gelassen und sowas. Deswegen, Gott ist groß, Leute. Gott ist groß. Deswegen, wir müssen endlich vergeben und müssen den Hass hinter uns lassen. Denn die Welt hat nicht nur Schlechtes. Die Welt hat auch Gutes, Leute. Die Welt hat auch Gutes. Wir müssen endlich diese Hassbrille ausziehen und die reale Brille anziehen. Wir müssen endlich in die Mitte. Nicht zu lieb, nicht zu böse. Einfach korrekt. Deswegen, so, du darfst Hass spüren, die Emotion, aber du darfst dich nicht vom Hass besiegen lassen. Du darfst dich nicht vom Hass verführen lassen. Du darfst dich nicht vom Hass verschlingen lassen. So, deswegen, es liegt alles an dir. In diesem Sinne, Gottes Segen. Wir sehen uns, wie immer, in den nächsten Videos. Mal gucken, ob ich heute live gehe. Ich weiß es nicht. Das Video hier wahrscheinlich braucht ewig zu laden. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns. Peace out. Stay blessed.